Ex-Gala-Vorstellung Evil und Baden hat keine Ahnung, wo sie sich befindet. Sie muss auch feststellen, dass sie ihr Gespür für Zeit langsam im Stich lässt. Da war dieser schreckliche Aussetzer. Wie ein Filmriss. So, als würde man auseinandergerissen und Jahre später wieder zusammengeklebt. Nun, Evie ist klar bei Verstand. Sie kann sich schon denken, woher das rührt. Aber so schnell. Ist ihr Heimatsystem tatsächlich bereits Geschichte? Smolen hat die Wahrheit gesagt, die Strecke ist frei. Nur linientreue Lakaien ihrer Majestät bekommen die seltsame Reisegruppe zu sehen. Alles Eingeweihte. Die Reiseroute bleibt ihr ebenfalls verschlossen. Wahrscheinlich, so denkt sie sich, wird die Warenlieferkette benutzt. Was bleiben da für Möglichkeiten zur Flucht? Evie trägt mittlerweile Sonnenbrille, Rundumverglasung passt besser, nach innen geschwärzt. In ihren Ohren stecken zwei gelbe Stöpsel. Furchtbar, wenn alle hellen Frequenzen fehlen. Dieses Dumpfe auf und ab macht ihr. Ihre Hände sind hinter dem Rücken mit Handschellen gefesselt. Über den Pulsadern glänzen silbrig zwei schicke Armbänder. Es handelt sich dabei um ihre zweite Sicherung, zur Unterbindung verbaler Aussetzer. So dumm Smolen auch sein mag, so sehr hält er sich doch an seine hohen Weisungen keinerlei Konversation. Er denkt sowieso an was ganz anderes, sein persönliches Hicklick. Ihm als Leiter der geheimen Mission gebührt die Ehre, seiner Regentin persönlich gegenüberzutreten und das bestellte Paket abzugeben. Der Regierungsrockta befindet sich bereits im Anflug Lyperer, Ziel Privatlandeplatz am Palast ihrer Majestät, Königin Hypatia I. Diese ist bereits in Alarmbereitschaft. Herrlicher Termin heute. Ihre künftige Schwiegertochter wird eingeflogen. Eine Parkingerin, wunderbar. Welch fantastischer Kniff mit weitreichenden politischen Folgen. Wie in den alten Tagen. Das ist der schönste Tag seit langem. Gespannt besteigt sie ihren Herrschersessel in der Empfangshalle und hart der Dinge, die da kommen. Die Palastwachen salutieren streng. Kurze Zeit darauf ist es dann soweit, die Imperialfanfare ertönt. Die Flügeltüren öffnen sich. Evil und Baden erscheint, zusammen mit ihrer Entourage. Diese ist beachtlich geschrumpft. Smolens Helfer hier, vor der Königin. Undenkbar. Smolen selbst ist schon kein besonders weiser Zeitgenosse, aber gerade noch tragbar, auch wegen der alten Geschichte um seinen Bruder. Generalmajor Belkov fehlt heute, obwohl er normalerweise um jeden königlichen Termin buhlt. Ganz versessen ist er darauf, seiner Regentin gegenüberzutreten. Doch der hat ganz andere Probleme zurzeit. Artig salutiert der gewaltige Smolen, Hypatia verlässt ihren Thron und kommt neugierig angeschlichen. Wie ein Tiger umkreist sie ihre Beute, mustert ihr Opfer genau. Mit gewichtiger offizieller Miene streckt der stolze Smolen seine Hand aus und übergibt so den Elektroschocker an seine Herrscherin. Daraufhin verbeugt er sich lautlos und rollt sich gebückt, aber innerlich zufrieden. Von dann. All das erleben zu dürfen, ist der Höhepunkt seines Lebens. Dieser Smolen hat seinen Auftrag ausgeführt. Hypatia stellt sich vor Evie hin und entkorkt zuerst die Ohren. Gleichzeitig landen zwei gelbe Stöpsel auf dem Marmor der prächtigen Halle. Weißes Rauschen. Für einen Moment. Doch Evie gewöhnt sich schnell an die Vollfrequenzbreite. Schrill klingt eine vertraute Stimme durch den Raumweg mit dem Zeug. Sie reißt ihr auch die Brille vom Kopf. Evie kneift die Augen zusammen. Seltsam, die Stimme kennt sie doch. Kann es wirklich sein? Warum nur? Kurze Zeit später erkennt sie dann auch optisch, wer ihr dagegen übersteht. Es ist tatsächlich ihre Königin, zumindest die auf dem Papier. Evie ist verwirrt. Was will die bloß? Am liebsten hätte sie losgebrüllt, aber sie schweigt besser, hält ihr gegenüber doch eine kleine gemeine Konsole in der Hand. Hypatia bemerkt den Blick. Lässig entgegnet sie auch auf die können wir nun verzichten. Sie drückt den kleinen Knopf auf der Unterseite, beide Schockringe springen auf und landen klirrend am Boden. Evie ist endgültig neben der Kappe. Wo ist der Haken? Du wirst dich sicherlich fragen, mein Kind, beginnt die Königin ruhig, warum ich dich hier in das Zentrum der Macht bestellt habe. Evie ist wenig beeindruckt, blickt in eine Ecke. Dies ärgert die Königin, sie ändert ihren Ton nun, der wird eine große Ehre zuteil. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Immerhin bist du der erste Barbar dieses Stammes hier in meinem Saal. Evies Ablehnung steigt immer mehr,
doch sie spürt instinktiv, dass ihr Gegenüber sie braucht. Aber für was? Wir hier in Lyphoso die Königin weiter reden niemals um den heißen Brei herum. Ich hoffe, das ist bei euch Hinterwäldlern genauso. Evi dreht sich weg, Hypatia wird energischer, sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Warum nur? Warum bist du hier? Du, eine von den Neuen, eine Besetzte, längst Besiegte. Nun, kurz und bündig, halt dich fest. Ja, es ist wahr, dir wird eine große Würde AU verlegt. Du wirst den Thronfolger heiraten. Und an seiner Seite Königin meines neuen Reiches, der Erbmonarchie von Westarp. Evil und Baden, der stolzen freien Parkingerin, fallen fast die Augen aus. Sie schüttelt den Kopf. Dann beginnt sie zu lachen. Du spinnst, ist ihre kurze Antwort. Hypatia greift sich hinten an den Hosenbund und zieht ihre Dressurpeitsche hervor. Sie holt Evie von den Wannen und zieht ihr einen Hieb über den Rücken. Schmerzgebeinig liegt die junge Parkingerin vor ihrer Herrscherin. Kann man noch klarer zeigen, wer hier das Sagen hat? Hypatia hat genau darauf spekuliert. Zwei wachhabende Soldaten springen hervor, sammeln die beiden Silberringe ein und legen sie erneut um ihre Handgelenke. Jetzt hör mir mal genau zu, kleine, knurrt Hypatia, während sich Evi langsam erhebt. Du wirst Prinzessin, und du wirst ihn genauso schätzen lernen wie mich. Kandidaten wie dich gab's in der tausendjährigen Geschichte zuhauf. Du glaubst, etwas Besonderes zu sein. Vergiss es. Der Palast ist groß und einsam. Du wirst von selbst den wahren Weg finden. Nach diesen Worten wird Evi eines klar, die Königin meint es ernst. Wegsperren willst du mich also? Mein Vater wird mich suchen. Ich habe mächtige Freunde. Bin weniger hilflos als du, GL. Hypatia drückt den Knopf. Evi bricht zusammen, windet sich auf dem kalten Marmor vor ihr. Du Dummchen, dringt zwischen all den Beinen in ihr Ohr, wie aus einer anderen Welt.